Ich grüße euch, mein Name ist Nikolai Alexander. In den letzten Tagen war ich viel auf Facebook aktiv, hatte eine Menge Post abzuarbeiten und habe dann auch nebenher allerlei Beiträge geschrieben, Artikel und Videos verbreitet und so weiter und so fort. Und im Moment ist die Debatte natürlich maßgeblich beherrscht von der Flüchtlingsinvasion. Und ein Kollege schrieb mir dann, er sei der Ansicht, ich würde etwas zu sehr bei dieser Stimmungsmache gegen die Flüchtlinge mitmischen. So nach dem Motto, er wisse ja, dass ich diese Vorgänge durchaus differenziert betrachten würde, aber die Masse der Leser eines spezifischen, vielleicht etwas polemischen Beitrags womöglich nicht. Und das führe nur dazu, das Klima aufzuheizen und eine Eskalation zu befördern. Und das sei ja wiederum genau das, was unsere Feinde erreichen wollen. Stattdessen sollte ich mich doch besser darauf konzentrieren, eben diese Feinde, also die eigentlichen Drahtzieher, anzuprangern. So weit, so gut. Im Prinzip ist das erstmal alles richtig. Mir kam dann allerdings folgende Frage in den Sinn. War irgendetwas, das ich da verbreitet habe, falsch? War irgendetwas davon eine Unwahrheit oder eine Verdrehung? Und die Antwort lautet nein. Es ist alles wahr. Dass Flüchtlinge eine italienische Stadt verwüstet und die Bewohner drangsaliert haben, ist wahr. Dass Flüchtlinge in Deutschland demonstriert haben und ihr Rädelsführer verkündete, wir Deutschen seien Rassisten, weil wir die Flüchtlinge nicht gut genug behandeln würden, dass sie allerdings bald in der Überzahl seien und uns besiegen würden, ist wahr. Dass Flüchtlinge ihre Zelte angezündet, dass sie Lebensmittel und Wasser weggeschmissen, dass sie massenhaft Schmutz und Müll hinterlassen haben, auch. Das sind alles Tatsachen. Es sind natürlich nur Ausschnitte einer größeren Wirklichkeit. Es gibt auch Flüchtlinge, die sich anständig, vielleicht sogar vorbildlich benehmen. Aber es kann ja nicht die Lösung eines Problems sein, von diesem Problem, um das es eigentlich geht und das es zu lösen gilt, abzulenken, indem man irgendwelche positiven, aber sekundären Sachverhalte in den Vordergrund stellt. Wenn ein Bauteil eines Fahrzeugs einen Defekt hat, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob sich der gesamte Rest des Fahrzeugs in tadellosem Zustand befindet, sondern es gilt eben dieses eine Bauteil auszutauschen oder zu reparieren. Und zu diesem Zweck muss der Defekt gefunden und beschrieben werden. Und alles andere, alle schwärmerischen Beschreibungen davon, wie schön der Lack des Fahrzeugs doch glänzt oder wie angenehm es zu fahren sei, sind eine Unsinnigkeit, sind kontraproduktiv und letztendlich eine Selbsttäuschung. Und dieser Selbsttäuschung unterliegen die Gutmenschen. Sie verteilen Teddybären und singen Lieder für die Flüchtlinge, gehen dann aber nach Hause und von den verdreckten sanitären Anlagen, den Vergewaltigungen und den Messerstechereien bekommen sie nicht nur nichts mit und es müssen sich andere darum kümmern, nein, sie wollen davon auch gar nichts wissen. Sie verschließen die Augen davor, weil es nicht in ihr kunterbuntes Weltbild passt. Und diese Strategie der Verdrängung erfüllt in verschiedenen Lebenssituationen durchaus einen sinnvollen Zweck. So kann zum Beispiel das Verdrängen eines Schmerzes im Fuß lebensrettend sein, wenn es darum geht, einer Gefahrensituation zu entkommen. Aber in anderen Situationen wiederum kann das Verdrängen eines Schmerzes, zum Beispiel weil man sich vor der Diagnose des Arztes fürchtet, tödlich enden. Also kurzum, es interessiert überhaupt nicht, ob sich Flüchtlinge angemessen verhalten, denn das ist eine bloße Selbstverständlichkeit und da besteht ja dann auch gar kein Handlungsbedarf. Sondern es interessiert natürlich, ob sich Flüchtlinge unangemessen verhalten, denn das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Und aus diesem Grund zeigen Asylkritiker eben hauptsächlich die Probleme auf. Dabei geht es aber nicht darum, ein einseitiges Bild eines Gesamtzusammenhangs zu vermitteln, sondern darum, ein spezifisches Problem zu erkennen und aufzuzeigen. Denn das ist in unserer Situation nun mal die einzige Möglichkeit, einer Lösung dieser Probleme näher zu kommen, indem die Bevölkerung darüber informiert wird und in ihr der Wunsch erzeugt wird, dass diese Probleme gelöst werden. Und diese aufgezeigten Probleme sind real. Es sind Tatsachen. Die Bekanntmachung dieser Tatsachen führt dann allerdings dazu, dass die Gemüter erhitzt werden. Sie erzeugt Wut und Hass. Aber das ist eine ganz natürliche Reaktion. Wenn ein Mann erfährt, dass seine Frau ihn betrügt, wird das Wut und Hass in ihm erzeugen und er wird seinen Nebenbuhler dann eventuell sogar zusammenschlagen. Aber würde man ihm das verübeln? Nein, weil wir spüren, das ist eine natürliche Reaktion, weil wir wissen, wir würden genauso handeln.
jedenfalls, wenn wir den Mumm dazu haben, oder meinetwegen dann, wenn wir die Selbstbeherrschung verlieren. Übel nehmen würden wir, wenn ein Unbeteiligter, ein Unschuldiger zusammengeschlagen würde, weil das eine Ungerechtigkeit darstellt, die das moralisch-gesellschaftliche Gefüge verletzt, im Gegensatz zum anderen Fall, bei dem dieses Gefüge durch ausgleichende Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Das heißt nun also, wenn ein Flüchteland ein Verbrechen begeht und ein Dritter davon erfährt, ist es die natürliche Reaktion, dass dies Wut und Hass erzeugt. Und handelt es sich um ein besonders schweres Verbrechen, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, ist es auch natürlich, aggressiv zu werden. Das ist ganz normal. Und ein Teil der deutschen Bevölkerung ist eben mittlerweile sehr wütend, sehr hasserfüllt und teilweise auch aggressiv. Und die Flüchtlinge selbst übrigens auch. Und diese explosive Mischung wird in naher Zukunft höchstwahrscheinlich zu immer massiver werdenden gewalttätigen Auseinandersetzungen führen und früher oder später dann auch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen bis hin zu einem ausgewachsenen Bürgerkrieg. Und das kann natürlich nicht in unserem Sinne sein. Ein Bürgerkrieg gilt es zu vermeiden, wenn er sich vermeiden lässt. Aber wie? Natürlich nur, indem die Probleme, die entstanden sind und die jeden Tag gravierender werden, möglichst schnell gelöst werden. Das geht aber wie gesagt nur durch die Aufklärung der Bevölkerung, welche aber wiederum die Stimmung aufheizen und uns der Eskalation immer näher bringen muss. Wir stecken also in einer Art Zwickmühle. Denn was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, nicht in der Wunde zu bohren, ein Auge zuzudrücken, also diese Probleme einfach zu verschweigen oder zu relativieren. Und da kommen unsere Medien ins Spiel. Diese tun nämlich genau das. Sie verharmlosen und leugnen systematisch sämtliche Probleme, die mit der Flüchtlingsinvasion zusammenhängen. Sie versuchen die Wahrheit mit irgendeinem romantischen Schund zuzukleistern und zu verdecken. Dadurch erzeugen sie bei der Bevölkerung den Eindruck, dass gar keine Probleme existieren oder aber zumindest, dass diese sehr gering seien. Und wo keine Probleme sind, besteht logischerweise auch kein Handlungsbedarf. Also ist das Volk beruhigt und schläft weiter. Während das Volk weiterschläft, stehen die Tore weiterhin offen. Und Millionen weitere Flüchtlinge durchfluten Deutschland und die Situation verschärft sich immer mehr. Bis zu dem Punkt, an dem der ganze Wahnsinn endgültig nicht mehr beherrschbar und nicht mehr vertuschbar ist und die ganze Lawine an Problemen und Lügen auf einmal über die Deutschen hereinbricht. Und dann ist der Bürgerkrieg wirklich so sicher wie das Amen in der Kirche. Also, der Zeitplan der Deutschlandzerstörer ist zu beachten. Sie wollen zwar, dass wir uns die Köpfe einschlagen, aber eben noch nicht jetzt. Jetzt sollen wir erstmal noch eine Weile stillhalten, damit die Tore weiter offen bleiben und noch mehr potenzielle Kämpfer nach Deutschland gelangen können. Und dann, wenn sich das Kräftegleichgewicht noch weiter zu unserem Nachteil verschoben hat, dann geht es erst los. Und dann stehen unsere Chancen noch schlechter als ohnehin schon. Deshalb halte ich es für eine völlig verfehlte Strategie, eine Beschwichtigungspolitik zu betreiben. Denn sie würde nur das, was sowieso kommen muss, das Erwachen der Deutschen und einen damit aufkeimenden Volkszorn, in die Zukunft verschieben. Hin zu einem Zeitpunkt, an dem die Situation noch viel explosiver und noch schwieriger zu kontrollieren sein wird. Also es muss der Finger in die Wunde gelegt werden. Jetzt. Es muss offen ausgesprochen werden, was Sache ist. Jetzt. Wenn Flüchtlinge Verbrechen begehen, muss das an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und wenn ein Ausländer ein 7-jähriges deutsches Mädchen vergewaltigt, wie vor einigen Tagen geschehen, dann kann man nicht sagen, dafür seien jetzt irgendwelche abstrakten Eliten im Hintergrund verantwortlich. Nein, er ist verantwortlich, er ist zur Rechenschaft zu ziehen. Und die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu erfahren. Und wenn die Öffentlichkeit daraufhin ausflippt und ihn lyncht, dann braucht er sich nicht zu wundern. Wenn dann aber ehrliche Journalisten, ehrliche Politiker, ehrliche Bedienstete mal Tacheles sprechen und die verheimlichten Probleme aufzeigen, dann geschieht eben genau das, was oben beschrieben wurde. Es erzeugt Wut, Hass, Aggressionen oder aber zumindest Sorgen und Ängste in der Bevölkerung. All diese Emotionen werden dann aber von den Medien als ungerechtfertigt hingestellt. Also das seien alles bloße Hirngespinste.
Und jene, die diese Stimmungen im Volk erzeugen, seien Hetzer, Zündler oder geistige Brandstifter. Und auf diesen Punkt wollte ich hinaus. Die Etablierten unterscheiden nicht zwischen Wut oder Angst, die auf Tatsachen basiert, und solcher, die auf Erfindungen basiert. Sie können eine solche Unterscheidung gar nicht treffen, denn dann müssten sie ja eingestehen, dass ein Teil dieser Emotionen auf Tatsachen beruht, welche sie bislang verschwiegen haben. Also der, der auf den Schmutz hinweist, gilt wie immer für gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Logisch, denn dem, der den Schmutz macht, würde es ja dann an den Kragen gehen. Hetze wird also nicht dadurch definiert, dass das Volk manipuliert und dadurch in Erregung versetzt wird, sondern jedwede Art von Erregung des Volkes, selbst wenn sie durch bloße Bekanntmachung von Tatsachen erfolgt, gilt als Hetze. Und damit ist das Programm klar. Wahrheit ist Hetze, denn die Verbreitung der Wahrheit führt zu einer Aufheizung des gesellschaftlichen Klimas. Wenn also jemand zum Beispiel einen Kanal eröffnet, auf dem er ausschließlich Videobeiträge hochlädt, die Verbrechen von Flüchtlingen zeigen, würden unsere Wahrheitsmedien einen solchen Kanal schon als Hetzkanal klassifizieren. Auch wenn alles darin Gezeigte den Tatsachen entspricht. Ironischerweise selbst dann, wenn der Betreiber nur Ausschnitte der Wahrheitsmedien selbst dort hochladen würde. Und diese angebliche Hetze, also das Veröffentlichen der Wahrheit, die wird natürlich sanktioniert. Das ist nichts Neues. Neu ist aber die Häufigkeit und die Härte, mit der das geschieht. Die Blockwarte der Republik sind dieses Jahr nämlich gewaltig in die Offensive gegangen. Zunächst mal wurde im Januar der Volksverhetzungsparagraf erweitert, kurz bevor die Invasion losging. Was für ein Zufall. Und natürlich hat kein einziges Presseorgan davon berichtet, wie das in unserer Dämonkratie so üblich ist. Die Änderung bestand im Wesentlichen daraus, dieses abenteuerliche Sprachgebilde schlicht und einfach umzuformulieren, offenbar zu dem Zweck, die eigentliche Änderung zu verschleiern. Und diese eigentliche Änderung scheint nur daraus zu bestehen, dass nun auch sogenannte Personenmehrheiten durch diesen Paragraphen geschützt sind. Aber was sind denn Personenmehrheiten? Eigentlich beschreibt das eine Gruppe von Menschen, die eine juristische Person bilden, zum Beispiel um gemeinschaftlich eine Wohnung zu mieten. Was um alle Welt hat das da drin verloren? Ich weiß es nicht. Und schätzungsweise 99,999% der Bewohner dieses Landes, inklusive der Marionetten, die für diese Änderung gestimmt haben, wissen es nicht. Selbst die meisten Juristen werden einem darauf auf Anhieb keine klare Antwort geben können. Aber wir können ja versuchen, den Sinn dahinter zu erraten. Auch sehr rechtsstaatlich und demokratisch. Also entweder sind damit tatsächlich Personenmehrheiten gemeint, die eine juristische Person bilden, das wären dann so ziemlich alle rechtsfähigen Organisationen, die es gibt. Möglicherweise schließt der Begriff aber auch nicht rechtsfähige Organisationen wie den Beitragsservice mit ein, oder aber mit Personenmehrheiten sind schlicht und einfach sämtliche nur denkbaren Personengruppen gemeint, die es so gibt, wie zum Beispiel die Lügenpresse, die Bundestagsabgeordneten oder die Kleintierzüchter. So oder so, man kann davon ausgehen, dass die Verschärfung dieses Gummiparagraphen einzig und allein dem Zweck dient, unser Recht auf Kritik des Systems, seiner Drahtzieher und Organe noch weiter einzuschränken. Noch wird allerdings primär die sogenannte Hetze gegen sogenannte Flüchtlinge geahndet. In der Presse sind zahlreiche solcher Fälle zu finden. Sehen wir uns mal exemplarisch einen solchen Fall an, damit ihr seht, wie das mit solchen Gummiparagraphen in der Praxis funktioniert. Ein Mann aus Bayern kommentierte eine Spendensammlung für Flüchtelanden mit dem Kommentar, er hätte noch eine Handgranate herumliegen, die er frei Haus liefern könne. Dafür wurde er zu 7.500 € Strafe wegen Volksverhetzung verurteilt. Hat der Mann zu Hass- oder Willkürmaßnahmen gegen Flüchtelanden aufgerufen? Nein, er hat niemanden zu irgendwas aufgerufen. Hat er Flüchtelanden beschimpft, verächtlich gemacht oder verleumdet? Nein, auch nicht. Hat er Teile der Bevölkerung zum Hass gegen sie aufgestachelt? Nein, auch das nicht. Ja, aber was hat er denn dann gemacht? Tja, jedenfalls nichts, was unter StGB 130 fallen dürfte. Er hat einen in einem satirischen Stil gehaltenen Kommentar verfasst, der sehr subtil andeutet, dass der Autor Gewalt gegen Flüchtlinge anwenden könnte. Nun, reichlich geschmacklos könnte man sagen, aber weder hat er damit zur Gewalt aufgerufen, noch hat er damit eine konkrete Straftat angekündigt. Nimmt man seine Aussage wörtlich, hieße das, er wollte einen Gegenstand spenden, der für diesen Zweck wohl eher ungeeignet ist.
nimmt man die Aussage nicht wörtlich, muss man sie als Witz, als satirische Äußerung deuten, die eigentlich durch die Kunstfreiheit gedeckt sein müsste. Der Kabarettist Hagen Rether rief zum Beispiel einmal dazu auf, Indien zu bombardieren. Er sagte wortwörtlich, lassen Sie uns Indien bombardieren. Warum wurde der nicht wegen Volksverhetzung verurteilt? Weil das nicht ernst gemeint war? Weil es eine satirische Äußerung, weil es ein Witz war? Nun, das war der Spruch mit der Granate wohl auch. Ich bezweifle, dass der Bayer überhaupt eine Granate besitzt. Ich bezweifle, dass wenn er eine hätte, er sie tatsächlich gegen Flüchtlinge einsetzen würde. Aber das interessiert gar nicht. Es interessiert nicht, was genau er gesagt hat, was genau er gemeint hat und was genau im Paragraphen StGB 130 steht. Denn würde man es genau nehmen, käme man damit niemals durch. Würde man es genau nehmen, wäre der Mann frei zu sprechen. Und im Umkehrschluss wären tausende andere zu verurteilen, die ständig gegen Deutsche hetzen. Und deshalb lässt man Fünfe gerne mal gerade sein. Man interpretiert den Paragraphen, wie man es gerade braucht, und man interpretiert die Aussagen des Angeklagten, wie man es gerade braucht. Und deshalb werden verhetzende Äußerungen gegen das deutsche Volk dann auch nicht geahndet. Denn das passt nicht ins Konzept. Und das nennt man Willkür. Auch sehr rechtsstaatlich und demokratisch. Mehrere solcher Anzeigen erhielt dann auch der gute Akif Pirinci für seine Rede bei Pegida. Gut, von einem berufsmäßigen Blockwart und Serienanzeiger wie Volker Beck darf man nichts anderes erwarten. Bis vor kurzem ließ er noch jedes YouTube-Video, das seine Forderung der Legalisierung von Pädophilie aufdeckte, wegen angeblicher Verleumdung sperren und die unschuldigen Hochlader wurden möglicherweise sogar verurteilt. 2013 wurde er dann allerdings endgültig enttarnt und musste öffentlich Betroffenheit heucheln. Die Aufklärer haben also all die Jahre über die Wahrheit gesagt, Volker Beck hat die Meinungsfreiheit unterdrückt, die Öffentlichkeit jahrelang systematisch belogen und getäuscht und tatsächlich die Legalisierung von Kindesmissbrauch gefordert. Aber dieser Moralwächter denkt gar nicht daran, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, sondern zeigt weiterhin munter jeden an, den er beseitigt sehen will. Aufgestachelt durch die Lügenpresse sah sich allerdings in diesem Falle eine ganze Legion von bunten Toleranzblockwarten in der Pflicht, Pirinci anzuzeigen. Dieser solle nämlich öffentlich zum Massenmord aufgerufen haben, wie zum Beispiel der Berufslügner Dirk Müller im Namen des WDR auf Kosten der erpressten und ausgeraubten Beitragsservice-Opfer dreist behauptete. Wie er haben auch viele andere sogenannte Journalisten, in Wahrheit sind es natürlich Berufslügner, ein Fragment aus Pirincis Rede herausgezogen und inhaltlich verdreht, um die Öffentlichkeit zu täuschen, ihn zu verleumden und eine Hexenjagd auf ihn in Gang zu setzen. Und diese Strategie ging zunächst auch auf, weil es nicht nur einen Haufen Anzeigen hagelte und Akif mittlerweile nicht nur mehrfach angepöbelt, sondern sogar schon mit Imperialistenbrause überschüttet wurde, sondern fast alle Weggefährten und Verbündeten Akif in den Rücken gefallen sind. Pegida distanzierte sich. Der Administrator von Akifs Netzseite kaperte diese. Random House und der Kopfverlag beendeten die Zusammenarbeit. Zahlreiche Großbuchhändler nahmen Pirincis Bücher aus dem Programm, selbst seine belletristischen Werke. Das Recht dermaßen mit Füßen getreten hat nicht mal die Inquisition, wie der Theologe David Berger attestierte. Die Inquisition setzte nur Bücher auf den Index, deren Inhalt selbst verwerflich schien. Nicht aber setzte sie Bücher auf den Index, weil der Autor sich an völlig anderer Stelle missliebig äußerte. Aber in der Bundesrepublik des Jahres 2015 wird derlei Barbarei nicht einfach nur geduldet. Nein, sie wird von der bunten Gesellschaft sogar hysterisch eingefordert, um den religiösen Dogmen der politischen Korrektheit zu entsprechen. Akif Pirinci wurde also nicht nur von der gesamten Lügenpresse öffentlich verleumdet und förmlich angespien. Es wurde auch versucht, ihm die Existenzgrundlage und jede Möglichkeit, sich öffentlichkeitswirksam zu äußern, zu nehmen. Der Mann wurde auf dem Altar der Toleranzromantik regelrecht hingerichtet. Aber warum überhaupt? Was hat der Mann so Entsetzliches verbrochen? Und die Antwort ist ein weiteres Mal so simpel wie erschreckend: gar nichts. Er hat gar nichts verbrochen. Das ganze hysterische Gezeter der Bundmenschen entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Und vor diesem Gekreische so widerstandslos eingeknickt zu sein, das multipliziert die Schande derer, die Akif in den Rücken gefallen sind, ins Unendliche.
Pirinci hat in seiner Rede im Grunde nichts anderes getan, als nach und nach Vorfälle, die durch die Mainstream-Presse gingen, aufzuzählen, zu kommentieren und in einen größeren Kontext einzuordnen. Also wenn man die politisch korrekte, bunte, demokratische Wahrheitspresse zum Maßstab nimmt, besteht nahezu 90% der gesamten Rede schlicht und einfach nur aus der Schilderung von Tatsachen und ist damit nicht zu beanstanden. Ergänzt werden diese Schilderungen von einer Reihe von Beleidigungen und Obszönitäten, wie man es von Pirinci gar nicht anders kennt. Auch da könnte man sagen, reichlich geschmacklos, aber ist das ein Verbrechen? Ist Polemik ein Verbrechen? Sind humoristische Wortneuschöpfungen ein Verbrechen? Sind satirische Überspitzungen ein Verbrechen? Eigentlich nicht, würde man meinen, aber dazu müsste man zumindest so viel Verstand besitzen, seine polemischen Aussagen nicht wortwörtlich zu nehmen und als künstlerische Eskapade zu begreifen. Aber das kann man von toleranzversifften Gutmenschen nun mal nicht erwarten. Und es soll jetzt bloß keiner denken, dass ich mit Pirincis einseitiger und rein negativer Sicht auf die islamische Welt übereinstimmen würde. Libyen und Syrien waren keine Vorzivilisationshölle und auch keine Moslem-Müllhalden, bevor mit saudischem und amerikanischem Geld bezahlte ausländische Mörderhorden dort eingefallen sind, sondern es waren florierende, friedliche, schöne Länder, die ihren Bürgern ein ziemlich gutes Leben boten und auch Minderheiten wie den Christen wohlgemerkt. Aber das ist ja ein Punkt, den man ausdiskutieren könnte, wenn man sich nicht einig ist. Ich dachte immer, gesellschaftliche Debatte wäre so wichtig in einer Demokratie. Aber eine Diskussion gibt es nicht. Und man will sie auch nicht. Man hört praktisch nie irgendwelche Argumente. Nie, nie, nie. Das Einzige, was man hört, ist hysterisches Geschrei. Rassist, 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 schreien die Buntmenschen. Analog zu einem Kleinkind, das Blödmann, Blödmann, Blödmann schreit und vermeint, je lauter und je öfter es schreit, umso wahrer würde seine Aussage und umso klarer sei, dass es Recht habe. Dabei hat Pirinci mit keinem Wort irgendeiner rassischen oder ethnischen Gruppe irgendwelche Eigenschaften zugeordnet. So etwas kommt in seiner Rede gar nicht vor. Und allein das zeigt doch unmittelbar, wie verfehlt diese Einschätzung sein muss. Aber wie gesagt, um das einzusehen, bräuchten Gutmenschen Verstandesfähigkeit, die über die von Fruchtfliegen hinausgeht. Allerdings hat Pirinci zumindest der Lügenpresse ein fantastisches Schnippchen geschlagen und sämtliche verleumderischen Artikel dokumentieren lassen, um die Presseorgane, die durch diese Rufschädigungen einen Millionenschaden angerichtet haben, zu verklagen. Und selbst bei aller Willkürlichkeit wird es der Justiz kaum gelingen, das nochmal irgendwie zurechtzubiegen. Wir können uns also in naher Zukunft auf eine sozusagen offizielle Bestätigung freuen, dass die gesamte Presselandschaft schlicht und einfach lügt, verdreht oder aber zumindest miserabel recherchiert. Kurz gesagt, ein Haufen Müll ist. Dieser Versuch, einem Asylkritiker die Existenzgrundlage zu zerstören, ist allerdings kein Einzelfall, sondern hat Methode. So hat der Chef der IG Metall Jörg Hoffmann öffentlich dazu aufgerufen, sogenannte fremdenfeindliche Arbeitnehmer zu entlassen. Und das muss man sich mal vorstellen. Eine Gewerkschaft hat eigentlich den Zweck, die Rechte von Arbeitnehmern zu vertreten, also sich für die Arbeitnehmer einzusetzen. Der Chef der größten Gewerkschaft in Deutschland setzt sich nun aber dafür ein, eine Hexenjagd auf die Arbeiterklasse in Gang zu setzen und jeden, der sich dem Zentralkomitee nicht beugt, zu entlassen. Und es ist ja noch viel irrwitziger, denn das ist der öffentliche Aufruf zu einer Straftat. Das ist ein Aufruf, das Grundgesetz mit Füßen zu treten. Denn niemand darf wegen seiner politischen Überzeugungen benachteiligt werden und jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern und seine Persönlichkeit zu entfalten. Eigentlich. Natürlich werden diese Rechte längst mit Füßen getreten und natürlich ist es längst gang und gäbe, Patrioten zu entlassen oder ihnen zumindest mit Kündigung zu drohen. Aber dass man das jetzt nicht nur öffentlich zugibt, sondern es sogar öffentlich fordert, dass der Chef der größten Gewerkschaft, die sich eigentlich für die Rechte von Arbeitnehmern einsetzen sollte, das fordert. Und das mit einer völligen Selbstverständlichkeit und ohne jeden Gegenwind, diese Dimension ist neu. Die hohen Herren haben endgültig jeglichen Respekt vor der eigenen Bevölkerung, aber auch vor den Gesetzen verloren. Das ist ein einziger antigermanischer Amoklauf.
Und natürlich operiert auch der Psychopath Hoffmann wie immer mit schwammigen Begriffen, gegossen aus feinstem bundesrepublikanischem Gummi, wie zum Beispiel der Vokabel Hetze. Ja, aber was ist das eigentlich, Hetze? Wer definiert das denn? Normalerweise irgendein regimetreuer, befangener Richter, der seine eigene Sprache nicht beherrscht. Aber diese Fälle werden ja noch nicht mal vor so ein Pseudogericht wandern, weil man eben nie aufgrund seiner Meinung gekündigt werden wird, da das ja illegal ist, sondern man wird subtil aufgrund irgendwelcher vorgeschobener Gründe entsorgt. Ich wollte dieser Frage nichtsdestotrotz mal nachgehen und herausfinden, was das Zentralkomitee denn nun genau unter dem Begriff Hetze versteht, und habe einen Blick in den Lügenpedia-Artikel geworfen, und da ist vor allem der letzte Absatz hochinteressant. Hier heißt es: Bedeutend für den politischen Repressionsapparat der DDR war der Straftatbestand der sogenannten staatsfeindlichen Hetze. Er wurde jedoch nicht nur zur Bekämpfung tatsächlicher Hetze angewandt, sondern zu dem Zweck missbraucht, Meinungsfreiheit zu unterdrücken, indem opponierende Äußerungen jedweder Art gegenüber der Politik der SED-Diktatur als Hetze kriminalisiert und mit schweren Strafen belegt wurden. Und wenn man das liest, dann müsste doch eigentlich jedem sofort ein Licht aufgehen. Da steht schwarz auf weiß, wie dieser Begriff Hetze von einem diktatorischen Regime gedehnt wurde, um die Redefreiheit einzuschränken. Man braucht nur DDR durch BRD und SED durch Merkel zu ersetzen und man hat praktisch eine Schilderung der Gegenwart. Der Wortlaut des DDR-Gesetzes war folgendermaßen: Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhass, militärischer Propaganda sowie Kriegshetze und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches. Also das ist mit dem Inhalt der BRD-Gesetze mehr oder weniger identisch. Der begleitende Kommentar dazu lautet: Die Bestimmung war im Sinne einer Generalklausel so formuliert, dass sich darunter alles subsumieren ließ, was sich im politischen Tagesgeschehen gegen die Interessen der SED richtete. Also hier habt ihr es, die Methodik von DDR und BRD ist dieselbe. Alles, was erfordert ist, den dämonischen Charakter dieses Systems zu erkennen, ist die Fähigkeit, eins und eins zusammenzuzählen, Zusammenhänge zu erkennen, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, also kurzum, die primitivsten Verstandesoperationen durchzuführen, die selbst verschiedene Tierspezies durchführen können. Aber dazu sind die Gutmenschen nicht in der Lage. Mit Fug und Recht kann man also sagen, dass es sich dabei um die dümmsten Menschen handelt, die es jemals gegeben hat. Das hier ist ein sterbendes Regime, das im Fieberwahn wild um sich schlägt. Und dementsprechend ist auch die Äußerung von Björn Höcke, dass die Phraseologie des Bundesjustizministers Heiko Maas an die Endphase der DDR erinnere, eine treffend genaue Beobachtung, wenn auch der plumpe, sich selbst konditionierende Jauch natürlich nichts begriffen hat. Das Bundesamt für politische Bildung beschreibt politische Justiz übrigens folgendermaßen: Politische Justiz entscheidet in Abhängigkeit von politischen Einflüssen. Sie wird von diktatorischen Regimen benutzt oder stellt sich selbst in den Dienst politischer Interessen. Menschen werden durch sie nicht wegen konkreter Straftaten, sondern wegen ihrer Gesinnung bestraft. Also genau, wie ich es oben geschildert habe. Der Bundesjustizminister Heiko Maas hat dementsprechend dann auch, statt etwas gegen die fortwährenden Rechtsbrüche der politischen Kaste zu unternehmen, lieber zusammen mit Mama Merkel Facebook drangsaliert, es solle doch gefälligst alles löschen, was dem Zentralkomitee nicht in den Kram passt. Nicht nur, dass er damit eine Aufgabe, die eigentlich dem Staat obliegt, nämlich zu entscheiden, ob eine Meinungsäußerung durch die Redefreiheit gedeckt ist oder nicht, in die Hände eines privaten Unternehmens legt, es quasi zur Selbstjustiz zwingen will, nein, er plädiert sogar dafür, die Meinung von Bürgern zu unterdrücken, ohne dass sie überhaupt rechtskräftig verurteilt worden wären. Aber das alleine reicht diesem blutleeren kommunistischen Streber natürlich noch nicht, sondern bis zum Ende des Jahres will er extra eine Taskforce, also eine Einsatzgruppe bestehend aus Bluthunden zusammenstellen, die von da an das Netz durchschnüffeln und alles löschen lassen sollen, was den Hohen Herrn gefährlich werden könnte. Mit Rat und Tat zur Seite stehen wird dieser Einsatzgruppe die Stasi-Veteranin Annetta Kahane, die mit dem Ausschnüffeln und ans Messer liefern von Deutschen ja bereits vertraut ist
und die der Überzeugung ist, es gäbe zu viele Weiße in Deutschland. In ihrer Amadeo-Antonio-Stiftung sitzt als Fachreferentin für Hate Speech übrigens die pseudo-intellektuelle Hegelianerin und Piratin Julia Schramm, welche die Danke-Bomber-Harris-Aktion einer ihrer Kolleginnen mit dem Satz kommentierte: Sauerkraut-Kartoffelbrei, Bomber-Harris feuerfrei. Also den Bruch der deutschen Gesetze durch die Durchflutung mit illegalen Eindringlingen zu kritisieren, ist Hetze, die erschnüffelt, zensiert und bestraft werden muss. Das Bejubeln eines rücksichtslosen Massenmordes an deutschen Zivilisten ist hingegen nicht weiter problematisch. Diese ungeheuerlichen Tatsachen schilderte übrigens auch Perinci in seiner Rede. Und man würde meinen, dass dies doch einige Uninformierte hätte aufhorchen lassen müssen. Aber komm, vergiss es einfach. Außerdem möchte ich ein weiteres Mal daran erinnern, dass aufrechten Deutschen, die ihr Vaterland nicht freiwillig der totalen Zerstörung ausliefern wollen, die Kinder geraubt werden können. Dazu muss nicht mal eine sogenannte Straftat, Klammer auf Meinungsäußerung, Schrägstrich Wahrheit, Klammer zu, vorliegen, sondern es hängt schlicht und einfach von der Gunst und Gnade irgendwelcher kinderloser, rot-grün versiffter 68er-Pädagogen aus dem Jugendamt ab, ob man seine Kinder bei sich behalten darf oder ob diese entführt und in ein Heim verfrachtet werden, wo sie dann durch Gewalt, Drogen und sexuellen Missbrauch systematisch seelisch zerstört werden. Der Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der von vielen dafür bejubelt wurde, dass er öffentlich die Wahrheit über das Flüchtlingschaos sagte, plädiert dafür, Menschen, die sogenannte Hasskommentare oder sogenannte Propaganda posten, den Führerschein abzunehmen. Aber warum denn nur den Führerschein, Herr Wendt? Warum nicht gleich den kompletten Internetzugang kappen oder den Strom abdrehen? Die Strafe solle ja richtig wehtun, meinte er. Wendt operiert hier natürlich wieder mit weit gefassten, beliebig auslegbaren Begriffen und will anhand dieser dünnen Sachlage fundamental in Lebensbereiche der Bürger eingreifen, die ihm gar nichts angehen. Er will den Menschen das Recht nehmen, ihr Auto zu benutzen. Aber glaubt nicht, dass da irgendjemand reklamiert hätte. Der komplette Mainstream hält das für eine ganz normale rechtsstaatliche Forderung. Aber warum denn den Führerschein wegnehmen, wenn es noch viel effektivere Methoden gibt? Schließlich kann man auch ohne Führerschein theoretisch trotzdem fahren, nicht aber, wenn eine Parkkralle am Fahrzeug angebracht wird, was allerdings schon seit Jahren gang und gäbe ist. Mittlerweile werden Parkkrallen und Ventilwächter allerdings auch dazu eingesetzt, GEZ-Verweigerer zur Zahlung des Rundfunkbeitrags zu zwingen. Oder, auch eine beliebte Methode, wenn diese auch noch nicht öffentlich zugegeben wird, die Löschung des Bankkontos, was bei mir ja vor einer Weile der Fall war. Interessanterweise ist der Musikgruppe Die Bandbreite vor kurzem exakt das gleiche passiert. Ihr Konto wurde ohne Begründung gelöscht und der Brief, der sie vorab darüber hätte informieren müssen, kam nie bei ihnen an. Also genau das gleiche wie bei mir. Das ist der Beweis, dass diese Mafia-Methoden bei der GLS gängige Praxis sind. Und man bedenke, die Bandbreite ist ja im Gegensatz zu mir eine recht umgängliche, ziemlich vorbildlich links getrimmte Gruppe. Aber sie sind eben auch regimekritisch, auch systemkritisch. Aber das ist schon zu viel. 80% oder 90% Konformität sind nicht genug. Man muss zu 100% konform gehen. Und wer nicht zu 100% in diese Bionade-Schikaria-Klientel hineinpasst, der wird eben von der GLS aussortiert. Außer er hat vielleicht so eine Art Sonderstatus, was bei manch einem der Fall zu sein scheint. Und zig andere Banken handhaben das genauso. Conrebi hat ja mal ein Video darüber gemacht, in dem zahlreiche dieser Fälle aufgelistet werden. Also, was hier geschieht, hat System. Die herrschende Kaste zelebriert einen regelrechten Amoklauf gegen die eigene Bevölkerung. Jeder, der mit der wahnwitzigen Flüchtlingspolitik und den fortwährenden Rechtsbrüchen des Merkel-Regimes nicht einverstanden ist, muss damit rechnen, die volle Härte der totalitären Toleranz zu spüren zu bekommen. Wenn jemand eine kritische Meinung äußert, wird ihm gekündigt, auch wenn das gegen das Gesetz ist. Den Arbeitsplatz bekommt dann eine Fachkraft aus dem Kongo. Wer konform geht, wird ebenfalls gekündigt, weil sich durch das Verköstigen von illegalen Eindringlingen auf Staats-, also Volkskosten, mehr abkassieren lässt als mit wertschöpfender Arbeit. Denn der Kapitalist kennt kein Vaterland, er kennt nur den Profit. Anschließend rutschen die Deutschen, vorwiegend jene, die ehrlich waren, die aufrichtig waren, sozial ab.
Sie verlieren ihre Ersparnisse, können ihren Lebensstandard nicht halten, werden abhängig von der Gunst des totalitären Staatsapparats. Und aus den Löchern, die den Deutschen zugewiesen wurden, um darin zu hausen, werden sie anschließend auch wieder hinausgeworfen, um erneut Platz für Fachkräfte aus dem Kongo zu machen. Und während für die Invasoren von deutschem Steuergeld komplette neue Städte inklusive Moscheen hochgezogen werden, dürfen die Deutschen selbst dann auf der Straße leben. Wenn die Deutschen dann zur Tafel gehen, um dort zumindest eine warme Mahlzeit zu bekommen, stellen sie fest, dass diese von Flüchtlingen bereits leer geplündert worden ist. Wer nicht gekündigt werden kann, weil er selbstständig ist, dem wird das Konto gesperrt oder der Führerschein entzogen, um ihm so die Möglichkeit zu nehmen, sein Brot zu verdienen. Und wenn das auch nicht wirkt, dann werden die Kinder entführt und in die Vergewaltigungs- und Drogenhölle der Kinderheime gezwungen. Wer keine Kinder hat, wird dann eben boykottiert, verleumdet, erhält ein quasi Berufsverbot. Unsere Seiten werden gesperrt, unsere Videos gelöscht. Geld- und Haftstrafen sollen Dissidenten einschüchtern. Und wenn das alles nicht fruchtet, hat man immer noch einige nützliche Idioten, genannt Antifa, im Ärmel, die willfährig Autos abfackeln, wie es vor kurzem Demonstranten in Stralsund, aber auch der stellvertretenden Vorsitzenden der AfD, Beatrix von Storch, widerfahren ist. Einbrüche und tätliche Gewalt stehen natürlich auch auf dem Antifa-Programm. Und wer mit all dem nicht einverstanden ist, der kann dieses Land ja verlassen, sagt nicht nur Walter Lübcke, sondern im Prinzip jeder bundesrepublikanisch Versiffte. Der Satz "geh doch nach drüben" ist schließlich seit DDR-Zeiten Tradition, um jegliche BRD-Kritik brüsk abzuschmettern. Die BRD ist jetzt dabei, die ganz großen Geschütze aufzufahren. Und dieser Katalog an Repressionen, den ich als Vorzivilisationshölle bezeichnen würde, sollte einen eindringlichen Überblick darüber verschaffen, was hier los ist. Die große Frage, die sich jetzt viele stellen werden, ist, wie damit umgehen. Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn man den Schlägen des Gegners nicht standhalten kann, sollte man ihnen ausweichen. Das bedeutet nicht zu fliehen, es bedeutet nur, effektiver zu kämpfen. Wer sich blindlings in die vom Feind sorgsam vorbereiteten Fallgruben hineinstürzt, darf sich nur über eines ärgern, sein eigenes Versagen. Viel besser ist es, die Schläge des Gegners ins Leere laufen zu lassen und seine Fallen zu umgehen. Also wenn gewisse Formulierungen euren Arbeitsplatz oder eure Kinder gefährden, formuliert anders. Wenn auch das eine Gefährdung darstellt, überlasst das Sprechen anderen, die das Risiko zu tragen bereit sind. Ihr könnt sie auf indirektem Wege, von rückwärtig, unterstützen. Ihr müsst euch nicht in das feindliche Sperrfeuer begeben. Wollt ihr euch dennoch äußern, könnt ihr ein Pseudonym verwenden oder eure Identität verbergen. Wenn ihr demonstrieren geht, taucht unter in der Masse. Greift niemanden an, verteidigt euch nur. Ruft nicht zur Gewalt auf, prangert die Gewalt der Gegenseite an. Lasst euch nicht bloßstellen, stellt den Gegner bloß. Dokumentiert und veröffentlicht alle Verbrechen, die die Systemschergen begehen. Euer Auto wurde abgefackelt, macht es öffentlich. Eure Kinder wurden geraubt, macht es öffentlich. Ihr wurdet für das Aussprechen der Wahrheit entlassen, macht es öffentlich. Und das Wichtigste, rottet euch zusammen. Eine Gruppe ist stärker als die Summe ihrer Mitglieder. Der effektivste Weg, eine Gruppe zu besiegen, ist, sie zu sprengen und ihre Mitglieder einzeln zu erledigen. Der effektivste Weg, sich zu verteidigen, ist, eine Gruppe zu bilden und fest zusammenzuhalten. Und wenn ihr diese Regeln beachtet, dann kann das System jetzt wüten, wie es will, aber wir sind dann nicht mehr aufzuhalten. Und damit lasst uns auseinandergehen.